Heute werden Sie doch an der Universität gemobbt als Professor oder rausgeschmissen, wenn Sie sagen, es gibt nur Mann und Frau. Aber Herr Merz von der CDU weiß auch nicht, wie viele Geschlechter es gibt. Er verweigert die Antwort. Geschweige denn von Herrn Söder, der sich aufregt, dass er nicht zum Christopher Street Day in München darf. Genau. Die CSU wollte einen eigenen Wagen auf dem Christopher Street Day. Das ist alles so unfassbar. Franz Josef Strauß vor wenigen Jahren hätte das als Auszeichnung empfunden. Und selbst, ich meine, ich finde das ganz raffiniert von den CSD-Leuten. Und da sieht man, dass da ja auch nicht nur Blöde sind. Der CSU einfach zu verbieten, ihr dürft da nicht kommen. Da wird ja Herr Söder jetzt gezwungen, Farbe zu bekennen. Und statt dass er sagt, ja, wenn ihr uns nicht haben wollt, dann ist gut, dann hat es ihn. Nein, er kämpft da um jeden Wähler und vertreibt aber diejenigen, die seit Jahrzehnten auf dieser Spur einer christlichen Partei sind. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen. In Berlin haben wir uns ja an alles schon gewöhnt. Mhm. Und aus dieser Szene, dieser Queerszene, gibt es immer mehr Leute, ich erlebe es ja unter Kollegen, die sich inzwischen schämen, wie sich da aufgeführt wird. Da langsam verstehen sie ja die Welt nicht mehr. Also es werden selbst Kinder im Kindergarten schon behelligt mit all diesen Themen. Mhm. Ich habe ja nichts dagegen, dass man darüber spricht, aber es ist doch mal die Frage, wie man das pädagogisch macht und in welchem Alter. Und selbst viele der Betroffenen sagen, jetzt reicht es uns langsam. Warum? Auch da kommt der Kipppunkt. Und der Kipppunkt kommt schon durch eine Tatsache, nämlich die zunehmende Einwanderung. Sie glauben doch nicht, dass einer muslimischen Glaubens das alles mitmacht. Und wer da eines Tages die Mehrheit hat, dann bin ich schon unter der Erde. Sie kriegen das alles noch mit. Da werden wir uns noch wundern. Da können Sie Ihre Regenbogenfarben einpacken. Weil langsam reicht es auch den Leuten. Also verstehen Sie, die Leute wollen doch normal denken. Muttertag ist doch jetzt. Die sagen, ja, sind die denn jetzt alle verrückt geworden? Jetzt gibt es keine Mutter mehr, sondern die heißt Gebärende oder was auch immer. Es gibt nicht mehr Vater und Mutter, sondern Älter 1 und Älter 2. Und dann gucken die Leute und sagen, wer macht das eigentlich alles mit? Und dann stellen sie plötzlich fest, der Vorreiter für viele dieser Sachen ist ausgerechnet die CDU oder die CSU. Die können ja gar nicht schnell genug hinter dem Zeitgeist herhetzen. Und was ist die Konsequenz? Sie sitzen in einem Turm von 28-29%. Also nach dem, was wir jetzt besprechen, würde die CDU, wie sie zum Beispiel vor 10 Jahren war, jetzt bei mindestens 40% sein. Aber die Leute trauen denen nicht mehr, weil sie die Realität sehen. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir hatten ja in Berlin jüngst Landtagswahlen. Mhm. Und da haben die Wähler ja schon der CDU ein gewisses Vertrauen ausgesprochen, weil sie sich von ihr erhofft haben, die Zustände, insbesondere was die Auswüchse der Migration angeht, zum Besseren zu wenden. So, jetzt schaut man sich den Koalitionsvertrag an und die Äußerungen des neuen Bürgermeisters, Herrn Wegener, zum Thema Migration. Und wir sehen dann viel von LGBTQ. Und das ganze Thema des Asylbewerbermanagements und Migrationsauswüchse ist dann so ein bisschen eher unter ferner Liefen. Ja, ich erlaube mir ist die CDU da in einer Mitläufer- oder Linkspartei angekommen? Wieso traut sie sich nicht, selbst wenn ihr die Wähler das Vertrauen aussprechen, einen Wechsel herbeizuführen? Ja, an dieser Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen mit einem wichtigen Hinweis. Wussten Sie eigentlich, dass unter Lauterbach, den Gesundheitsminister, die Anzahl der unerwünschten Behandlungen wie Impfungen, Organspenden und so weiter drastisch zugenommen haben? Und um sich jetzt eben davor zu schützen, müssen Sie sich eine Patientenverfügung zulegen, in dieser Ihren Willen formulieren und das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Webseite und dort gibt es auch die Dokumente wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte, passend für den Geldbeutel und rechtlich geprüft. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Ja, aber das ist, wie ich eben sagte, zum RBB oder zum öffentlich-rechtlichen Skandal, wo ich gesagt habe, ich verwette alles,
es wird sich nichts ändern. Habe ich vor der Wahl beim Kontrafunk gesagt, eine Woche vor der Berlin-Wahl, mit der CDU wählen wir jetzt das Original Grün. Also was damals ja auf der Kippe war, und das hat sich ja dann auch rausgestellt, dass die jetzt raus sind. Aber sie sind gar nicht raus. Sie haben jetzt nur kurz das Personal geändert, das heißt jetzt CDU. Aber ist also, es nicht fortwährender Wählerbetrug auch? Ja, natürlich. Hier in Berlin hat sich ja Folgendes abgespielt. Ich kann das in meiner Straße nachweisen. Kurz vor der Wahl, 4-5 Tage, hat ja die CDU quasi AfD-Sprüche schnell noch plakatiert. Also mehr Sicherheit, mehr Polizei, die Schulen müssen jetzt endlich und die Bürokratie und die Bürgerämter. Sie haben quasi kopiert, was Wochen vorher die AfD plakatiert hat. Warum? Weil die natürlich genau wussten, diese Stimmen brauchen wir jetzt ganz dringend, um wenigstens eine Mehrheit zu kriegen für eine Regierung. Die Rechnung ist natürlich aufgegangen. Sie müssen ja immer auch die Demenz des Volkes berechnen. Aber das Volk lässt ein Volk das mit sich machen? Ja, aber es hat sich jetzt in Berlin, haben sie das eindeutig mitgemacht. Sie hören von den Wahlversprechen gar nichts mehr, sondern als erstes der Queerbeauftragte und die Migration muss fortgesetzt werden und Klimapolitik, die Klimaneutralität Berlins ist das Wichtigste, sagt jetzt die CDU. So, wissen Sie, das ist meine Erfahrung nach 50 Jahren. Die Leute haben bei der nächsten Wahl das alles wieder vergessen. Und das ist für mich, da ist man manchmal, resigniert man. Nur ich bin kein Typ für Resignation. Ich sage, wir kämpfen weiter. Und das ist die Aufgabe des Journalismus. Der Journalist, der eine Haltung hat, die aus Bildung herkommt, sorgt dafür, dass nichts in Vergessenheit gerät, dass alles hinterfragt wird und dass zum Schluss, nehmen wir mal eine Wahl, die Leute ganz genau wissen, das sind die Alternativen, das sind die Punkte, das ist das, was sie in den letzten 4-5 Jahren gemacht haben. Und aufgrund dieser Informationen, die ich ihnen gebe, wählen sie jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wahlempfehlung gemacht. Aber ich habe die Fakten aneinandergereiht. Und das fehlt heute. Diesen Aussagen kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre ganz persönlichen Dokumente und bis bald.